Hey, hier ist eine Sache passiert, da mir gedacht so, das gibt's doch nicht. Und zwar Licht. So, vielleicht erkennt ihr diese Wohnung aus einem vorherigen Video, vielleicht auch nicht. Aber die Wohnung hier haben wir maximal high-end saniert. Also das ist so das Meisterstück, würde ich jetzt mal sagen. Also finde ich ja richtig geil. Ich würde ja echt auch ganz selbst einziehen, so vom Style her und so, gefällt mir das richtig gut. Und ich zeige euch das jetzt alles mal, was wir gemacht haben. Also wir haben so etwa so 40.000 Euro Sanierungskosten investiert, weil halt alles so wieder neu ist. Und danach kommt auch bald noch ein Video, da zeige ich euch eine Wohnung, da haben wir Minimalaufwand gemacht, also haben so wenig wie möglich investiert zum Renovieren. Und hier haben wir schon gut reingebuttert, also alles. So, erstes Zimmer hier die Küche. Alles neu, neue Wasserleitung vom Schrank bis zum Wasserhahn. Hier so nice Schränke und so weiter. Alles Black Optik, also wir haben hier in der Wohnung so einen schwarzen Touch. Haben auch hier die Türgriffe alle schwarz gemacht. Die Steckdosen sind alle schwarz hier. Steckdosen sind schwarz. Und was auch noch special ist, die Heizkörper sind glatt. Also das sind so glatte Designer-Heizkörper, ist auch ein bisschen teurer wie die normalen. Wie war es vorher? Hier war eine alte, ranzige Küche drin, haben wir nach Rumänien gespendet. Die Heizkörper, die waren so richtig hässlich einfach und kamen vom Boden. Haben wir hier in die Wand reinlegen lassen, die Leitung. Also die kommen jetzt schön versteckt aus der Wand raus. Und Input, alles neu verputzt. Ja, ich finde echt geil, ich finde echt geil die Küche. Ja. Hat so 10.000 gekostet, die Küche. Da kommt noch der Dampfabzug, der fehlt noch, der wird noch geliefert. Ja, was mich ein bisschen geärgert hat, wir haben eigentlich eine Echtholzplatte bestellt und die haben jetzt halt so foliermäßig was gemacht. Da denke ich mir so, Digga, ich bestell Holz. Ich will Echtholz, weißt du? Egal, wenn es teurer ist, ein Holz. Das ärgert mich. Hier extra die Türe mit Scheibe, dass man halt ein bisschen Licht hat, hier hat, weil hier scheint dann halt vom Fenster ein bisschen durch, ein bisschen hell auch, wenn die Lichtschalter aus sind. Hier ist das Schlafzimmer. Und das Bett dann halt so stehen mit nice Spot. Mit Top-Down-Leuchten. Kann man hier das Bett reinstellen und richtig hart rauspennen. Hier hängt schon das Schild vom Makler, das er verkaufen will. Hoffentlich kauft es bald einer. Welcome zum Badezimmer, also es ist auch richtig nicer Style, der mir richtig gut gefällt. Also so Marmorfliesen mit schwarzen Armaturen. Genau, muss man halt gucken wegen Putzen, wie das dann ist mit Kalk und so, aber es ist alles gut beschichtet und alles hochwertig. Hier Handtuchheizkörper, ganz wichtig hier die feinen Details hier. Und Bumper. Bing! Passiert nichts. Und die begehbare Dusche mit Deckenauslass, auch in schöner schwarzer Optik. Zeig mal, wie sie funktioniert. Nee, ich will nicht, weil das ist alles geputzt hier. Und genau, hier ein nicer Scheibe. Hier noch ein Spiegel, gibt es noch Licht. Also hier alles neu, Wasserleitung neu, Unterputz hochgelegt. Hey, hier ist eine Sache passiert, da mir gedacht so. Gibt's doch nicht. Und zwar hat er unten drunter einen Wasserschaden gehabt, an der Decke war so nass und der Bewohner drunter, und da haben wir so gesagt, shit, ey, alles am Arsch und so. Und Gott sei Dank war das von der Baustelle, hat irgendjemand einmal Wasser ausgekippt und da war so ein einmaliger Wasserschaden, der da entstanden ist. Es muss unten halt, müssen wir das Bad neu tapezieren und streichen, also wir müssen das bezahlen. Und da ist einfach, wir haben gedacht, irgendwas ist undicht oder so, Abfluss, keine Ahnung, aber Gott sei Dank, ey, war es nur ein Eimer Wasser. Hier ist die Toilette noch. Wieder mit den Special Griffen, die ihr schon aus dem Haus kennt. Bumper hinter der Türe und hier auch schön schwarze Armaturen. Hier habe ich noch überlegt, ob wir hier noch so ein Pissoir hinmachen. Und das hier ein bisschen nach rechts war vielleicht auch ganz cool gewesen, hätte man hier ins Pissoir reinstrollern können. Aber gut, das ist jetzt halt hier nicht drin. Hier ist das Wohnzimmer. Auch wieder mit einer Scheibe, dass schön Licht ein bisschen durchscheint.
Auch alles neu, 80 Euro Quadratmeter Parkett, Inputs neu, Zockleiste, echt tolles Weiß. Alle Dinger in die Wand reingelegt, alle Heizungsrohre, glatte Heizkörper. Hier haben wir noch einen neuen Balkonbelag. Schöne Betonoptik mit Aussicht ins Grüne. Also unverbaubare Aussicht, denn da hinten sind so Schrebergärten. Und ich finde es richtig nice hier, muss ich schon sagen. Würdet ihr hier einziehen? So vom Ding her, gefällt es euch oder würdet ihr es kaufen? Sagt mir mal Bescheid in den Comments. Hier ist auch der neue Stromzählerkasten. Das macht halt immer einen besseren Eindruck, wenn das halt neu ist alles. Sieht halt einfach besser aus. So. Alle Lichter aus. Und wir sind durch mit der Roomtour. Ihr könnt das alte Video euch gerne mal anschauen, wie es mal aussah. Es war im Rohbauzustand. Nicht ganz vorher, sondern so zwischendrin. Und jetzt ist es halt echt geil geworden. Gefällt mir richtig gut. Notartermin bis jetzt, wo alles fertig ist, haben wir so 6 Monate gebraucht. Und jetzt kommt halt noch die Vertriebszeit hinzu, bis es verkauft ist dann. Genau. Von der Vorgehensweise als erstes Rumänien Küchenspende. Zweitens entkernen lassen komplett. Drittens Elektrik und Wasser neu im Rohbau. Was kostet Spaß? 10.000. Dann Inputs neu. Haben wir in-house einen relativ günstigen Preis immer. Das ist ganz nice. Der nächste Schritt war Ausgleichsmasse bei Boden. Parkett neu. Und Bad fließen komplett. Also das war teuer. Ich glaube, das hat fast 10.000 Euro gekostet, das Bad zu fließen mit Material. Weil die Fliesen halt bis zur Decke hochgehen in dem Fall. Und hier noch auch in der Küche ist auch neu gefliest, das war auch nicht günstig. Und dann heute alles verfugt im Bad und die Sanitärendgeräte werden aufgehängt, die Duschwanne wird eingebaut und Parkett verlegt, Sockelleiste dran, auch hier 80 Euro pro Quadratmeter kostet der Parkett, plus verlegen halt, ja. Und die Türen wieder hier, hier sind wir beim Taui mit Glasscheibe, stumpf einschlagend pro Türe. Und da haben wir echt gut das Geld rausgehauen hier bei der Sanierung. Also wirklich alles das Beste vom Besten. Einzige, was ich vermisse, ist halt die Holzarbeitsplatte. Das ist eigentlich hier ist relativ sauber durchgelaufen, relativ stressfrei haben wir es hier angehen lassen, haben uns schön Zeit gelassen. Ist eigentlich nichts schief gelaufen, bis auf den zum Glück einmaligen Wasserauskipper von irgendeinem Handwerker. Das war es eigentlich. Der Rest ist eigentlich relativ stressfrei durchgelaufen und ja. Wenn ihr auch irgendwelche Fragen noch habt zu dem Projekt hier, irgendwelche Materialsachen wissen wollt, was wir hier eingebaut haben oder sonst irgendwas, lasst mich gerne wissen in den Comments. Ich beantworte euch. Peace.